Geschätzte Frau Präsidentin, verehrte Kollegen, zuerst ein Wort zur Reschenbahn. Die Einführung eines Schnellbusses zwischen Landeck und Mals ist ein vernünftiger Einstieg in das geplante Reschenbahnprojekt. So kann man den Bedarf und das Interesse schon mal abtasten. Vor allem die Möglichkeit der Fahrradmitnahme bringt sofort einen touristischen Nutzen und später eine Grundlage in der Nutzung des Bahnverkehrs. Und die Südtiroler Landesregierung hat 2015 die Fertigstellung der Reschenbahn in Angriff genommen und eine Zusammenarbeit mit Nordtirol initiiert. Es gibt dort schon einen Beschlussantrag. Um 1900 entwickelte sich in Tirol zu einem ausgesprochenen Bahnland. Also Tirol entwickelte sich wirklich dorthin und es war ein großes Anliegen der Regierungen damals, diesen Verkehr zu fördern. Neben der Brennerbahn und der Bustertalbahn entstanden eine Reihe von Lokalbahnen, die die Seitentäler mit den Hauptverkehrsbahnlinien der Südbahn verbanden. Am Anfang war es für den Gütertransport gedacht, vor allem zu den Häfen wie Genua, Venedig oder Triest. Aber erst durch den Personentransport kam es wirklich zu wirtschaftlichem und touristischem Aufschwung in diesen abgelegenen Regionen. Und vor mehr als 100 Jahren, im April 1918, wurde bereits mit dem Bahnbau über den Reschen begonnen. Zweimal haben Weltkriege den Bahnbau gestoppt. Aber von Landeck bis Dösens gibt es schon weite Teile der Bahnlinie, gibt es Eisenbahntunnels, Bahnhöfe, Brücken und Bahndämme. Später wurden Lokalbahnen leider wieder zugesperrt, weil Auto und Bus bequemer waren. Und nun wurde die Bedeutung der Nebenbahnen aber wieder erkannt, Gott sei Dank. Und am Beispiel der Wiederbelebung der Finchgaubahn 2005 in Südtirol sieht man, dass so eine Bahn wirklich Erfolg haben kann. Mit 2 Millionen Fahrgästen pro Jahr kann man es wirklich einen Erfolg nennen. Auch das Mobilitätskonzept der Bustertalbahn, das die Eisenbahn mit den Skigebieten verbindet, ist zukunftsweisend. So stellt man sich auch die Reschenbahn vor. Einerseits einheimischer Pendlerverkehr, andererseits Skiverkehr im Winter und Rad im Sommertourismus. Als Bahnnutzer sind das wirklich neue Schichten, die man da schließen kann. In Nauders wurde von Touristikern bereits ein Vorschlag gemacht, wo der Bahnhof der Reschenbahn einen optimalen Anschluss an Skigebiet haben könnte. Wir haben da heute schon von dem modernen Tourismus gesprochen, der genau so die Gäste anreisen lässt. Wir freiheitlich in beiden Landesteilen befürworten und fördern den Bau der Reschenbahn. Es braucht einen professionellen Zugang zu diesem Bahnprojekt, das ist wichtig, und die Reschenbahn soll nicht das Schicksal der Aachenseebahn ereilen. Wir fordern eine professionelle Projektgruppe ohne politische Einflussnahme. ÖVP und Grüne springen zwar jetzt auf den Zug auf, aber das soll uns recht sein, aber der Sache wegen. Das wird die neue Reschenbahn. Es gibt eine nette Broschüre dafür, für die sich näher damit auseinandersetzen wollen.